Heute wird es mal wieder Zeit, über mein Smart Home und damit natürlich auch über Produkte von Bosch Smart Home zu sprechen. Möglicherweise habt ihr es bereits mitbekommen, Bosch Smart Home hat seinen Rauchwarnmelder erneuert und nicht nur einer optischen Kur unterzogen. Wer aber auch noch nicht das alte Modell des Rauchwarnmelders gesehen hat oder sich generell über Bosch Smart Home informieren möchte, darf gerne hier oben auf die Infokarte klicken. Dort findet ihr allerlei Infos zu Bosch Smart Home und deren Produkten. Im heutigen Video möchte ich euch wie gesagt den neuen Rauchwarnmelder 2 vorstellen, wie dessen Einrichtung funktioniert, was hinsichtlich Akkulaufzeit zu beachten ist und wie er nicht nur bei Rauch zuverlässig warnt, sondern auch Einbrecher in die Flucht schlagen kann. Ein Vergleichsvideo zum Rauchwarnmelder der ersten Generation und dem neuen Modell findet ihr übrigens auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Bosch Smart Home, den ich euch nochmals unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Nun wünsche ich euch aber viel Spaß. Nun könnte ich wie gewohnt den Lieferumfang recht schnell hinter mich bringen, doch bereits beim ersten Kontakt und dem Auspacken fällt auf, dass Bosch Smart Home auf mehr Nachhaltigkeit setzt, die Verpackung kleiner gestaltet hat und fast komplett auf Kunststoff verzichtet, wodurch alleine durch dieses Produkt jährlich bis zu 5 Tonnen Plastik eingespart werden. Im Lieferumfang selbst befinden sich neben dem Rauchwarnmelder 2 noch 3M Klebestreifen für eine bohrlochfreie Montage, zudem noch 2 Schrauben und Dübel als Befestigungsmaterial. Bevor ich mit euch aber den Rauchwarnmelder 2 einrichte, ein paar grundlegende Daten und Neuerungen. Zum einen gibt es im neuesten Modell keinen fest verbauten Akku mehr, sondern eine wechselbare 3 Volt Lithium-Ionen-Batterie, die je nach Einbindung in Smart Home bis zu 5 Jahre Lebenszeit hat. Des Weiteren ist er komplett neu designt worden, das gesamte Gehäuse in Dimension und Gewicht geschrumpft, sodass er noch unauffälliger ins Eigenheim integriert werden kann. Das technisch Wichtigste besteht jedoch in der neuen integrierten Verschmutzungskompensation, die die Alarmschwelle automatisch an den tatsächlichen Verschmutzungsgrad anpasst und so Falschalarme weniger häufig auftreten. Verschmutzungen entstehen vor allem durch natürlichen Hausstaub. Auch die Einrichtung des neuen Rauchwarnmelder 2 ist einfach wie immer. Ihr begebt euch über eure Bosch Smart Home App auf den Punkt Mehr, dann auf Geräte und Gerät hinzufügen. Über den Reiter Rauchwarnmelder könnt ihr nun den innen am Rauchwarnmelder aufgebrachten QR-Code scannen und seid binnen 2 Minuten mit dem guten Stück verbunden. Im Anschluss wird ein Signaltest durchgeführt, bei Bedarf auch ein Funktionstest und zu guter Letzt wählt ihr noch den Installationsraum aus, zum Beispiel Kinderzimmer oder auch Küche und gebt dem Melder einen Namen. Im Grunde genommen war es das auch schon, wenn das Teil nicht so verdammt smart wäre. Natürlich löst der Rauchwarnmelder 2 wie auch dessen Vorgänger einen Alarm aus, wenn Rauch festgestellt wird, er kann dabei aber noch viel mehr. Zum einen leitet er dabei das Alarmsignal an alle weiteren im Bosch Smart Home Verbund angeschlossenen Rauchwarnmelder oder Twin Guards weiter. Es brennt im Schlafzimmer oder im Kinderzimmer des Dachgeschosses. Durch das Weiterleiten des Alarms werdet ihr auch im Keller über einen entstehenden Brand benachrichtigt. Benachrichtigt werdet ihr aber natürlich auch über die Bosch Smart Home App, die euch direkt die Möglichkeit bietet, aus der App heraus die Feuerwehr zu alarmieren. Sollte es tatsächlich mal zu einer Alarmauslösung kommen, werden aber auch alle elektrischen Jalousien, die über die Bosch Smart Home App gesteuert werden können, automatisch nach oben gefahren, um so Fluchtwege zu ermöglichen. Hinzu kommt, dass man mit Produkterweiterungen wie smarten LED-Lampen auf Fluchtwege und Bereiche beleuchten kann. Heißt, ihr müsst nicht umständlich Rollläden hochfahren oder Lichter einschalten, all das passiert automatisch über die Bosch Smart Home Zentrale. Abschließend werden aber auch noch alle Bosch Smart Home Kameras aktiviert, sei es die Außenkamera oder 360 Grad Innenkamera, sodass ihr euch auch aus der Ferne, wenn ihr mal im Urlaub sein sollt, direkt ein Bild darüber machen könnt, was zu Hause los ist. Wie auch schon die erste Generation geht auch der Rauchwarnmelder 2 aber nochmals einen Schritt weiter. Neben einer Alarmauslösung im Brandfall oder auch wenn lediglich etwas Öl zu heiß in der Pfanne wurde, könnt ihr alle Rauchwarnmelder 2, Rauchwarnmelder der ersten Generation und auch den Twin Guard mit in euer Alarmsystem einbinden. So gibt es bereits unter dem Punkt Dienste in der Bosch Smart Home App den Unterpunkt Alarmsystem, über den sich verschiedene Alarmprofile definieren lassen. So gibt es hier nicht nur die Möglichkeit, die Detektierungsgeräte eines Einbruches wie Tür- oder Fensterkontaktsensoren oder auch Bewegungsmelder zu aktivieren. Bei einem Einbruch und der anschließenden Alarmauslösung könnt ihr festlegen, welche Geräte einen Alarm wiedergeben sollen. So sind es bei uns mittlerweile 5 Rauchwarnmelder der ersten Generation, eine Außensirene, ein Twin Guard und jetzt auch der neue Rauchwarnmelder 2.
Genau so könnt ihr aber auch festlegen, welche Lichter im Haus eingeschaltet und welche Kameras aktiviert werden sollen. Wie bei einer Alarmauslösung bei Rauch bekommt ihr auch hier bei einem Einbruch ein Live-Bild der Kameras auf das Smartphone gestreamt. Damit aber auch dies nicht umständlich bei jedem Verlassen des Hauses einzeln aktiviert werden muss, gibt es Szenarien, die ermöglichen, per einem einfachen Fingertipp alle Aktionen umzusetzen. So wird bei uns unter dem Szenario Haus verlassen der Vollschutz des Alarmsystems aktiviert und einige Raumthermostate nach unten korrigiert. Exakt so könnt ihr aber auch das Szenario nach Hause kommen anlegen, das in umgekehrter Reihenfolge den Vollschutz aufhebt, die Temperatur nach oben regelt und bereits einige Lichter im Haus einschaltet. Und damit bin ich auch schon am Ende meiner kurzen Vorstellung des brandneuen Rauchwarnmelder 2 von Bosch Smart Home und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr wieder mal zugeschaut habt. Ich würde mich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein Like oder auch Kommentar hinterlasst und vor allem auch bei den zukünftigen Videos, wenn es um die Bosch Smart Home Produkte geht, einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao.